Hello, ich wollte euch nur eine kurze Information geben, bevor die ganzen Urlaubsvlogs losgehen. Ich habe beschlossen, die Videos in drei Teile zu teilen, weil es aufgrund einfach viel zu lang geht. Und wundert euch nicht, wenn ich am Ende Fortsetzung folge. Ich werde genau das Datum noch hinschreiben, oder am Tag, dass ihr genau wisst. Und bei manchen Szenen werde ich nicht im Schnellmodus durchlaufen lassen, weil es wäre dann schon blöd. Wenn das Video ist nur im Schnellmodus, deswegen werde ich euch unten drunter immer schreiben, ab den Minute könnt ihr überspringen, dann geht es ab normal weiter. Und das ist die kurze Information, was ich weitergeben wollte an euch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei den ganzen Urlaubsvlog. Hallo, herzlich willkommen zu einem Video. Sorry für die Qualität, dass ihr zu gelb rüberkommt. Das ist, was ich euch letzten Vlog gemeint habe, aber ich musste Licht anmachen, weil draußen richtig regnet. Ja, es hat richtig dermaßen eingeregnet und es donnert auch noch gleichzeitig. Wir wollten eigentlich mit der Straßenbahn fahren, aber wir haben entschieden, Taxi zu bestellen. Ist ja nicht weit vom Bahnhof, weil die Koffer werden nass, wir werden nass und wir wollen nicht extra jetzt Sachen mitschleppen, Regenschirme und Übergangsjacken, weil wir da keinen Platz mehr haben, da zu verstauen am Bahnhof, Flughafen. Und ja, ihr habt gesehen, kam nur ein Video online. Ich habe einfach nicht mehr geschafft. Ich war so spät im Bett, war um 2 im Bett. Ja, und jetzt kommt noch ein Urlaub. Also, mein Ziel war eigentlich alle beide aus. Ging so lange. Ja, Ich denke mal, es wird jetzt nicht so schlimm sein. Und ich habe ja auch bei Interfilm Bescheid gesagt. Die meisten haben ja Interfilm von euch, aber diejenigen, die da kein Interfilm haben, tut mir leid, weil die dann vergeblich auf mein Video warten. Aber ich habe dann in der Überschrift da nochmal hingeschrieben, dass Einpack-Video, Koffer-Pack-Video später kommt, nach dem Urlaub. Und jetzt geht's von der Helligkeit wieder. Hier steht der Katzenbaum, hier sind die Fressnäpfe, da ist auch macht gerade, da ist die Haus vor dem Katzen. Hier haben wir Platz und da drüben steht nämlich Trockenfutter und Wassernapf und da steht nämlich der Katzenklo. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich melde mich dann am Bahnhof bei euch wieder. Das ist Leipzig. Ah, ich hab's gerade die Welt unter. Gut, das Leben beim Schlafen. Wir müssen nur Hurgat haben. So, wir haben uns eingeschickt, wir haben unsere Ticket. Ja, wir haben jetzt noch eine knappe 2 Stunden Zeit. Aber um 12 Uhr ist schon Boarding. Steht hier auf dem Ticket drauf. Mal gucken. Draußen hat auch einigermaßen aufgehört. Und jetzt laufen wir langsam runter, weil es sehr lang zieht. Dann bis später. Also hier stehen gerade bei Drogerie Smartphone Produkte. Das habe ich dann vor 2 Jahren schon mal gesehen, aber es gibt wirklich. Also hier sind Sachen, was du noch nachkaufen könntest, was du vergessen hast. Aber alle denken, das kostet 3,50, 2 Euro. Dann gibt es hier Mundspülung, 2,50 Euro. Was ist das? Kontaktlinsenmittel ist das. Genau. Eine Kontaktlinse hast. Sogar gleich mit Beutel und was steht hier? 2 × 60 ml, das heißt pro Person darf man das ins Handy Ja, bekommen. Genau. Und das kostet 7,95 €. Dann Creme und hier sind die Kabels. Jetzt. Wenn du Ladekabel vergessen hast, und hier gibt es sogar Kondome. Wir wissen ja selber. Und Speicherkarten.
Wir wissen ja selber, seit dem 11. September ist die Sicherheitsmaßnahme beim Flugzeug sehr, sehr hoch geworden. Also große Sicherheitsbestimmung, sehr kompliziert. Aber wenn man das öfters macht, geht das schon. Passt schon. Und vor allem hier, Deo-Spray kosten 3 Euro, 3,50 Euro. Das wollte ich euch mal schnell zeigen. Oh, ich finde das so lustig. So, wir sind durch Sicherheitskontrolle durchgekommen. Also bei mir hat gepiepst, weil ich meinen Haarreifen nicht drauf gelassen habe. Mein Mann wurde auch durchgescheckt, aber bei mir war eine Frau und bei ihm war ein Mann. Und Lena kam problemlos durch. Ich habe sogar Gefühle bekommen. Ja, das ist ungewohnt, wenn jemand irgendwas andatscht. Und jetzt warten wir auf unser Flugzeug, der ist noch nicht da. Und wir haben, glaube ich, jetzt gerade mal 11:30 und eine halbe Stunde soll Boarding sein. Also kann mir nicht vorstellen, dass wir pünktlich abkommen. Also losfliegen, weil ich hätte aufgehört, auch jetzt schon geregnet. Ja, jetzt setzen wir uns hin und warten. Genau. Ich würde sagen, wir melden uns später bei euch wieder. Aber es kann auch sein, dass sie uns aufrufen. Macht was rein. Da ist unser Kunde. Den sieht man zwar jetzt gerade schlecht, aber ja, anders geht es jetzt gerade hin. Airbus A321. Oh, ist das groß, das Teil. Das ist aber nicht das Größte, hä? Nein, das ist Kleines. Ich hoffe, ihr könnt das sehen durch die Spiegelung hier, aber ich denke mal schon, ich zeige nur meinen Finger drauf, das ist das Flugzeug, wo wir reingehen. Jetzt wird aufgetankt, dann kommen die Koffer eingepackt und hier ist die Feuer. Wo sind der Koffer? Die kommen noch. Und mit dem voll getankt werden, fertig gemacht werden und dann, denke ich mal, können wir, glaube ich, wenn alles gut geht, eine halbe Stunde rein. Da, juhu! Wenigstens steht er jetzt, weil wir hatten letztes Mal Verspätung gehabt. Jetzt wird er. Sitzen da Leute drin? Hier ist die Polizei und Krankenwagen. Wir fragen jetzt schon die ganze Zeit, was jetzt hier los ist. Aber ich denke mal, da drinnen hat sich jemand verletzt, keine Ahnung. Schwächeanfall. Sind da unsere Koffer? Aber wenn es Schwächeanfall wäre, nein, würde ja keine Polizei kommen. Das ist nicht unsere Koffer, das sind die alten müssen erstmal ausgeladen werden, Lena. Da kommen die Leute hier. Ja, mal gucken. Ich sehe dann unsere Koffer. So, 23. Juhu! Jetzt geht's los! Lena! Jetzt geht's los! Jetzt geht das mit dem Drosselklappen nach oben. Wieder nach unten zum Testen. Wir machen gerade die Checkliste. Gerade hoch und wieder runter. Weil die wird ja hoch gemacht, weil man dann, dass die Maschine kann aufdrehen werden. Ne? Ist das Fenster klein, ey. Lena. Ja, jetzt sind wir auf, jetzt sind wir angekommen. Guck mal, wie schwarz ist da drin. Was, schwarz? Tirolbahn? Durch die Bremsen. Wenn die runterkommen und landen, dann bremsen die ja. Wow, ein Polen runter. Da
das war eine große. Jetzt halten wir es mal an. Und jetzt warten Sie auf Stoppfreigabe. Ich weiß es nicht. Das sind Schaugesitze sind das. So, jetzt wird laut hier. Achtung, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's. Deutsche Power. Deutsche Power ist das. Geil. Wir fahren nach. Wir fliegen nach Arnstadt. Der lädt schon an. Warte, wir heben gleich ab. Jetzt heben wir ab, jetzt nochmal Luft. Juhu! Juhu, ist wie auf der Achterbahn hier. Ich sehe es aber nicht. Also in Erfurt? Richtung Erfurt gerade. Wir machen jetzt Richtung Dresden. Ja, du kannst deine Zeitung angucken. Boah, scheiße, ja, ey. Da geht's doch. Das ist die erste Schicht, oder? Nein, das ist der Nebel. Das dauert noch, bis wir oben angekommen sind. Jetzt war warm hier drin, ey. Der Pobel da unten noch nie. Boah, jetzt macht er eine Linkskurve. Jetzt fahren die Dinger ein hier. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie unbedingt noch zu lange angeschaltet. Die Anschlagsmaschinen bei Ihnen ausgeschaltet werden. Und noch einmal die Empfehlung an Sie, da jederzeit unnormal die Turbulenzen auftreten können. Halten Sie bitte Ihren Sitz angeschnallt bleiben. Wann immer Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, bedient Ihre eigenen Sicherheit. Oh, geil, oder? Ladies and gentlemen, please make the decision to set fast. Jetzt geht's nach rechts. Merkst du richtig? Boah, ja. Oh, fliegen ist schön, und Lena gibt's das ja gar nicht. Ja, Dreckmann. Ja. Oh, endlich, ey. Oh. Das merkt man ja richtig, richtig auf dem Flügel, wie schnell die Karre geht, ey. Ich merke gerade, dass meine Füße schweben. Deine Füße schweben? Dass meine Mensch. Na ja, wieder einmal landen. Ja, ja. Ist das nicht ein Traum? Freiheit pur. Wir sind jetzt bei 8200 Meter. Bald haben wir die Reiseflughöhe erreicht. Aber ich muss euch sagen, ich sitze trotzdem lieber vorne irgendwo. Was machen da? Ich hab Männchen. Ma. Das ist ihre Langeweile. Und Ma. Cool, oder? Und den esse ich jetzt. Sind wir da noch eine gute Stunde.
Festland. Das nennt man hier einen kleinen Sandsturm. Ja. Ist das nicht cool? Aber das ist vollkommen normal hier. Bis gleich zur Landung. So. Rückwind. Das ist normal. Das kannst du aber nicht kalkulieren. Boah, jetzt geht's noch rechts. Eine Rechtskurve. So, wieder. Boah. Jetzt fahren wir gerade. Da vorne sind die Hotels. Ja, schön, das ist süß. Ich nimm's doch auf. Das sind die Hotels. Oh. Oh, cool. Ja! Riff von oben. Jetzt filme ich einen Riff von oben. Ja. Jetzt macht er klar. Jetzt haben wir es. Jetzt fliegt er wieder aufs Meer zurück. Jetzt wollen wir noch mal mehr. Da muss ja der Bogen fliegen. Geht die Drossel gleich mal nach oben. Dass der dann keinen Auftrieb mehr hat, dass er steigt ja schon runter. Wenn die Klappe oben ist, hat er keinen Auftrieb mehr. Guck mal hier. Da geht es schon nach unten. Das ist auch ein Grund, dass er schon die Latte bei den ausschießt, weißt du? Dass er über Landebahn hinausschießt. Es geht dann wieder weg gleich. Kommen wir jetzt langsam zum Flughafen. Ja, wir haben praktisch schon einen Kurs genommen. Lena. Wir hatten gerade ausgerüstet statt die Landebahn. 4:15 Uhr. Nein, nicht 18 Uhr. 16:50 Uhr. Oh, die ganzen Boote hinten hier. Oh, die Hotels hier. Alles, die ganzen Hotels. Hier. Oh. Hä? Da haben wir mal Schiffe hier angelegt. Das war der Hafen, oder? Nee. Der Yachthafen von Hurghada. Ja, mach mal auf. Mayama und Delfin. Da unten die Straße. Ich sehe sogar schon Autos. Mama, ich will schon auf ein Delfin rein. Das geht nicht, das ist eine Natur. Das ist kein Delfin. Oh, hier. Ja. Ja, Wahnsinn. Diesmal siehst du auch was, jetzt mal nicht zu sehen. Da ist Riff hier, die Riffe. Oh, kannst du
nicht reingucken, das ist klar. Das Wasser. Ich sehe das nicht. Ja, scheiße. Drei Kilometer noch. Ja, jetzt sind wir schon gleich da. Ja. Ist vielleicht knapp ein Kilometer in der Luft noch. Jetzt gehen die Landeklappen nach unten. Was ist denn da? Die Landeklappen gehen nach unten. Das sind die Landeklappen. Hier ist die Gradzahl. Es sind Gradzahlen hier. 0, 10, 14, 21. Jetzt auf 21 Grad das Landeklappen. Das ist geil, wir sahen letztes Mal schon ein Ding hier. Oder hinten sind die Berge. Wie sanft er landet jetzt, pass auf. Nur eine harte Landung ist eine gute Landung. Festhalten. Junge, der wackelt aber ganz schön, du. Das lässt du weit drauf. Landung. Achtung, Achtung. Ich halte auf die Flügel, jetzt geht der Dinger hoch. Wenn der unten auf dem Boden ist, geht die Dinger hoch. Die Klappen da oben. Die Trossklappen. Jetzt. Achtung! Ja, Achtung! Nein, noch nicht. Jetzt, ja, ja, ja. Und oben, ja, hier. Jawohl! Das ist doch hier, sehen die Dinger. Das ist die große Klappe zu lassen. Weißt du, das soll Zotter wieder hinten abheben, weißt du? Boah, kannst du durchgucken hier, guck mal hier. Diese ganze Technik hier durch. Oh, das ist ein Landeanflug gewesen. Das war cool. So, wieder nach unten. So, das war's erstmal.
Ja, jetzt seht ihr mich jetzt gerade nicht, aber ich wollte mal ein kurzes Update geben. Wir sind sehr, sehr gut angekommen im Hotel. Wir sind überrascht, positiv überrascht, weil das so große Anlage ist. Ist riesengroß. Ich werde euch morgen auf jeden Fall mitnehmen, weil es jetzt nicht bringt, jetzt zu filmen, weil es schon dunkel ist. Wir waren gerade im Bazar, haben zwei Hüte und Schwimmschuhe gekauft von meinem Mann. Weil wir waren eigentlich, haben wir gedacht, wir haben welche gekauft im Deichmann, aber wahrscheinlich hat die Verkäuferin vergessen, keine Ahnung. Und das Zimmer ist absolut mega. Wir haben echt Glück gehabt, wir haben mit Meerblick. Also ich werde im extra Video auf jeden Fall zeigen, weil das wird echt lang, wenn ich mit dem Vlog mit reinmache, weil das die Anlage ist schon riesengroß und da will ich euch auch alles zeigen, wie es geht. Und man muss sich auch mal dran gewöhnen, wo es hier lang geht, weil das relativ, wie gesagt, sehr, sehr groß ist. Und ich würde sagen, wir melden uns morgen in aller Frische. Guten Morgen! Wir liegen noch im Bett, wir haben gleich um 7. Da stehen wir auf, machen uns frisch. Lena liegt hier mit im Bett, haben gerade gekuschelt. Hier schieben wir noch ein eigenes Bett. Aber das werdet ihr dann mal extra wie schon sehen. Und wir haben sehr gut geschlafen, oder? Ja. Also Lena ist gleich eingeschlafen, die war total müde und tot, weil wir gestern noch rumgelaufen sind. Wann hast du ins Bett gelegt? Um 10 Uhr rum war das ungefähr, ja. Und wir sind nach 10:30 sind auch eingeschlafen. Ich habe ja gestern noch Koffer ausgepackt, alles. Und ganze Kulturtaschen. Und ja. Ich würde sagen, wir melden uns später bei euch wieder. So, wir melden uns bei euch mal wieder. Wir waren jetzt im Meer gewesen. Man sieht, meine Haare ist auch extrem schön ausgetrocknet. Man sieht, hier stehen Berge. Da. Das ist extrem. Sieht aus wie eine Furie, ne? Und die Lena ist jetzt gerade auf dem Klo. Wir wollen ein bisschen Track mitnehmen, dann gehen wir zum Pool. Und heute Abend gehen wir Stadt ein bisschen angucken mit Taxi. Und da werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen. Zimmer ist auch schon gemacht. Da. Zimmer gemacht. Wir haben das prima gemacht und haben $1 gegeben. Und ich habe euch heute noch nicht so viel mitgenommen, aber das werde ich euch morgen ein bisschen mitnehmen, weil wir wollten einfach mal in Ruhe allgemein erstmal gucken. Und heute Abend, wolltest du heute nicht Minigolf spielen? Was? Wolltest du nicht heute Minigolf spielen? Ja, aber heute auch noch. Und vielleicht morgen auch. Ja. Und was wir für Ausflüge und alles machen, werden wir euch dann alles nachher oder morgen erzählen. Und morgen lasse ich meine Haare machen. Was es wird, werde ich euch auch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Also, bis später. Hallo, diesmal filme ich hier draußen mit wunderschönem Meerblick. Wir haben uns gerade nochmal geduscht, weil wir heute ja im Meer waren und dann im Pool. Dann ist es besser doch danach zu duschen. Dann habe ich meine Haare nochmal gewaschen, weil die extrem ausgetrocknet war. Ich habe jetzt ein bisschen Haarkur reingemacht. Feuchtigkeit, Spülung mit reingemacht. Und wir werden dann erstmal fertig machen. Ich werde mich ein bisschen schminken. Und dann werden wir essen gehen. Und dann 19.30 Uhr fahren wir mit dem Taxi in die Stadt rein, ein bisschen Nachtleben angucken. Was, beziehungsweise die Stadt oder so Bummel, wo man bummeln kann. Und wir haben gestern ja eine Karte gekauft am Bahnhof, nicht am Bahnhof, ich meine am Flughafen, für 12 GB für 10 Euro. Und jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, wir haben das übersetzen lassen, dass schon 90% Ausverbrauch war. Und da haben wir noch 10% jetzt, das ist irgendwie MB statt GB. Und ja,
wir haben jetzt noch 10%, wenn das leer ist, dann haben wir kein Internet mehr. Also die haben uns echt verarscht am Bahnhof, ah, nicht am Bahnhof, Flughafen. Wir haben echt Ohr gehauen. Und da wollen wir unseren Reiseleiter nochmal fragen, der kommt nämlich 18 Uhr, was man dagegen machen könnte. Weil WLAN geht momentan auch hier nicht. Das soll aber wieder morgen gehen, weil wir werden wahrscheinlich doch keine Karte mehr holen, weil es schadet um die 20 Euro, aber man hat immer irgendwo sein Pech, weil die ja so hingeschrieben haben. Aber wir sind andererseits froh, dass wir nicht noch größere Internet-GB gekauft haben. Da wären 40 Euro weggewiesen, also 80 Euro. Deswegen, ja, das ist wirklich schadet um 20 Euro, aber wenn WLAN geht, da werden wir in der Lobby setzen und ein bisschen WLAN-Internet gucken und dann gut ist es. Im Endeffekt sollen wir ja deinen Urlaub genießen. Ich habe euch ein paar Bilder geschickt bei Instagram und da haben mich auch viele gefreut und dass wir auch angekommen sind. Und dass ich jetzt dann hauptsächlich dann erst nach dem Urlaub wieder bei euch melde. Ja. Und dann haben wir ja gestern auch noch Taucherschuhe gekauft von meinem Mann. Das ist auch ein Fehlflop, sage ich mal jetzt. Ja, die sind auch schon kaputt. Ja, das sind auch 10 Euro weg. Aber 30 Euro umsonst auszugeben. Aber wie gesagt, das hat man ja. Ich würde sagen, wir melden uns später, wenn wir dort in der Stadt sind. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich hoffe, dass es überall Lichter gibt, weil das ja dann schon dunkel ist. Die Sonne ist auch schon runtergegangen. Und ja, dann bis später. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt die Zöpfe gemacht. Und ein bisschen Augenbrauen gemacht und habe feuchte Wimpern drauf geklebt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich habe mal probiert, aber so mein Fall ist es nicht. Aber ich werde es dran lassen und bis heute mache ich dann ab. Und dann, ich wollte mal testen, aber es ist nicht so mein Fall. Meine Augen haben extrem gedreht, das sieht man auch richtig hier. Dann habe ich ein Wimperntuch drüber gemacht und geschminkt habe ich nicht, weil hier ein bisschen Sonnenbrand ist. Aber ich werde mich morgen Abend schminken, weil wir morgen Fotoshooting haben. Ja, das sind kostenlose Fotos zu machen. Außer wenn es uns gefällt, dann müssen wir dann was bezahlen an die Bilder, wenn wir die mitnehmen möchten. Wir machen jetzt los zum Abendbrot. Dann bis später. So, wir sind jetzt an der Lobby. Ja, so sieht es im Dunkeln aus. Wir warten jetzt gerade auf unser Taxi. Und dann geht endlich in die Stadt. Wir sind gespannt. Und mit Papa. Ja, der Papa ist gerade auf der Toilette. Und dann warten wir, wie gesagt, auf Taxi. Und werden uns später bei euch wieder melden. Den sieht man KFC, McDonald's, Sandmall und da drüben ist noch was. Was? Da drüben ist auch noch was. Ja, Kaffee ist da. Kaffee. Und es ist schön windig, aber sehr, sehr trocken. Ja, wir hatten ja eigentlich vor, gerade woanders hinzugehen, aber da kamen deutsche Leute aus dem Taxi raus und haben erzählt, wo die am Endeffekt gelandet sind. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt jetzt mit dem Kind dahin. Aber jetzt nicht, gerade weil es jetzt dunkel ist, ist es noch gefährlicher. Deswegen können wir noch umentscheiden und werden morgen früh nochmal ein Gespräch haben. Und da werden wir irgendwo, so wie heißt das? Souvenir. Genau. Fahren. Festen Preis. Was genau. Das ist das? Was? Das hier. Ich weiß nicht, das ist so ähnlich wie hier bei Dings. Genau. 9D. Mal looking, ja. Und ja. Ich werde einfach ein bisschen mitnehmen und richten, wie bei McDonald's schmeckt. Ich bin mal gespannt, ob das wie in Deutschland schmeckt. Aber ich denke mal eher nicht. Aber das McDonald's verspricht ja, ja. Es schmeckt überall gleich. Also, ob es auch in Ägypten so schmeckt. Ich bin mal gespannt. Und auf jeden Fall wollten wir noch Supermarkt gehen, weil wir noch Getränke kaufen wollen für das Zimmer, weil nur Wasser gibt. Ne? Ich will nicht auf Dauer Wasser trinken. Ja, müssen wir aufpassen. Ja, hier Autos rumfahren. Ja.
so, wir sind drinnen, wir haben ein bisschen Pech jetzt gerade. Wir wollten jetzt die 50 Euro wechseln, aber er kennt die neue 50 Euro Scheine nicht im Automat. Und jetzt gut, dass man jetzt Lena noch ein bisschen Taschengeld hat. Da hat man ein bisschen was wechseln können. Aber leider kann man jetzt damit auch nicht viel anfangen. Mal gucken, was wir daraus best zu machen. Scheiß Europäische Union. Weil hier geht es scheinbar gar nicht mit Euro bezahlen. Das hat uns aber keiner gesagt. Ja. Unser Reiseleiter meinte, nein, wir können mit Euro bezahlen. Ja, deswegen haben wir nicht gewechselt. Das hätte aber Mutter aber auch nicht geklappt. Mit 50 Euro. Keine Ahnung. Wir machen jetzt daraus das Beste. Das ist komplette Übersicht von dem Einkaufscenter. Riesengroß ist das. Wir befinden offiziell hier. Irgendwo, weil hinten ist die Kids Park. Da werden wir auf jeden Fall reinschnuppern mit Lena, die müsste ich unbedingt da rein. Also das braucht man in Deutschland, habe ich gesagt. Das kostet so viel. Nein, was wird denn das jetzt hier? Wir kaufen jetzt ein hier. Na, mein kleines Baby, wie alt bist du denn? Ne? Oh, geil. Jetzt gehen wir in den Supermarkt rein. Vielleicht finden wir hier Taucherbrille für die Lena und zu trinken. Und das macht ihr alle. Und ich habe eine Kette. Alles klar. So. Wenn ihr nicht das Video verpassen wollt, an den Kommentare. Und warte. Und bis zum nächsten Mal. Mama muss ich auf den roten Knopf drücken. Mama muss ich auf den roten Knopf drücken. Muss ich auf den roten Knopf drücken? Ja. Also wir haben jetzt insgesamt 159 ägyptische Pfund bezahlt. Das sind dann also umgerechnet so 7 Euro oder so ungefähr. Ja, und ihr habt ja gesehen, was wir gekauft haben. Wir haben einen Haufen Pepsi gekauft, weil wir, wie ich euch gesagt habe vorhin, dass wir keinen Bock haben, nur Wasser zu trinken auf dem Zimmer. Und so Art Pringles, Stapelchips. Sind wahrscheinlich sogar Pringles, nur in ägyptischer Form. Und ja, hier ist alles Import. Jetzt gucken wir weiter und werden den Wagen jetzt hier wegräumen, weil die Lena. Und mal langsam mal wieder raus. Ich würde sagen, wir melden uns dann im Hotel wieder bei euch. Das kostet alles 5 Euro. 5 Euro, ungefähr 6 Euro. 6 Euro. In Deutschland würden wir, glaube ich, 8, 9 Euro bezahlen. Allein schon Getränken, weil es schon 2 Euro kostet. Jetzt lassen wir es schmecken. Gucken wir mal, ob ich noch kein Eis, ich habe ja noch Eis bestellt. No Eis. Das Brötchen ist mit drin, nur so. Thank you.
McDonald's hat bestanden. Hätte ich nicht gedacht. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht fürs Bett. Ich habe meine Haare offen gemacht wieder und da sieht man Locken. Ja, ich finde das lustig. Meine Haare fühlen schon wieder babyweich. Auch die Frage, wie lange noch, weil ich habe die vorhin nicht richtig, wie gesagt, richtig Haarkur reingemacht. Wir haben gleich um 11 Uhr Lena auch noch wach, die ist richtig kaputt. Man freut sich auf den Urlaub, aber auch wie ich auch mal im Urlaub auch kaputt, weil man auch viel unternimmt und weil man gerne auch viel sehen möchte. Und ja, ich würde jetzt sagen, zum zweiten oder dritten Mal, dann bis morgen in aller Frische. Gute Nacht! Will Lena noch gute Nacht schnell sagen? Gute Nacht! Guten Morgen, wir haben Mittwoch. Wir haben 7:30 Uhr, glaube ich, durch jetzt. Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht. Ich habe ein Kleid an. So sieht das aus. Ja. Weil wir werden heute nicht ins Wasser gehen, weil wir heute sehr viel vorhaben, Anlagen zu verfehlen. Die Lena geht derzeit in den Kinderclub. Ich lasse mir die Haare machen. Dann lässt die Lena auch mal ihre Haare machen. Und dann haben wir ja 17 Uhr die Shooting. Ja, ich bin auch dran, freu ich. Du kaufst doch Taucherspeist, Maske oder nicht? Muss aber wieder dabei sein. Das machen wir doch noch am Frühstück, nachdem wir bei den Dings waren. Erwähnt. Bei den Reiseleiter. Gut. Ja. Ich melde mich später bei euch wieder. Guck. Ist das okay, wenn das bei YouTube reinkommt? Noch? Achso. Ja, danke. YouTube-Channel. Jetzt werden deine Haare angekuckelt hier. Herr Prenzlisch, hallo hier. Ich habe Eis gegessen, Vanilleeis haben sie gegessen. Und ich bin hier hinten durch. Durch hier, durch die Unterführung. Da, wo wir reinhauen. Genau, gerade durch am Tennisplatz vorbei und dann dahin. Da kam mir der Unterführer, der Typ entgegen. Ah, mein Freund. Willst du Massage heute oder morgen? So, nix da. Wie wäre das? Was?
Ja, aber nachher um 14 Uhr. 14 Uhr. 14 Uhr. Um 2. Genau, praktisch um 14 Uhr. Erstmal essen was. Okay. Warte mal. Weil, hä? Haben die wohl niemand mehr hier drin? Warum? Mama, schöne Haare. Was soll sie jetzt machen, was Fleisch mit? Lena, willst du jetzt Fleisch mitmachen? Nein, wir laufen. Deine Haare. Haare, das geht jetzt. Willst du Fleisch mitmachen, ja? Geht das jetzt? So, wir sind auf dem Zimmer. Ja, ich habe meine Haare gemacht und ich werde nachher meine Augenbrauen zupfen lassen. Ja, mal gucken, wie das ist. Kostet 10 Euro zupfen lassen und meine Barthaare. Da habe ich am meisten Angst, weil die das mit den Fahrten machen. Da habe ich Angst, dass es wehtut. Mal gucken. Weil die ja heute ja Shooting haben. Mal gucken, wie das aussieht am Ende. Wir werden gleich Mittag machen. Und ja, das soll einen Monat halt mal gucken. So, wir machen jetzt Kaffeepause. Tee, schwarzen Tee wie immer. Eisschokolade und Lena hat Kakao, einen warmen Kakao. Hallo, wir sind jetzt fertig, also ich beziehungsweise, ich mache gleich die Lena fertig. Ja, ich habe mich ein bisschen geschminkt und auch Augenbrauen gezupft. Ja, zupfen lassen, also mit Faden. Also das war nicht so mein Fall, das werde ich auch nicht machen. Ja, aber hinten sind die gezupft. Und ja, meine Haare sind auch schicki, schicki, schicki. Muss ich gar nicht machen. Und ich werde euch nachher mal zeigen, also jetzt, was die Lena anzieht. Booty-Shooting, das hier erstes Outfit. Das zweite Outfit werdet ihr dann später sehen, wenn wir das anhaben dann. Weil wir, denke ich mal, nicht nochmal umziehen werden. Aber ich werde mal mein Outfit zeigen, wenn mein Mann weg ist vom Fenster. Also vom Spiegel. Weg vom Fenster. Das war jetzt witzig. Und ja. Das habe ich alles von Kik gekauft. Die Ohrringe auch, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und die Schuhe bei Deichmann. Ja. Ja, da seht ihr mich nochmal komplett mit Ohrringe. Jetzt Ohrringe da. Ja. Ich denke mal, das ist okay so. Ich habe auch die Augenbrauen richtig schön angemalt. Das sieht man auch richtig heftig. Ja. Und die Roomtour habe ich auch schon abgedreht für euch. Und das Hotel auch ein bisschen. Muss morgen oder nächsten Tag den Rest abdrehen. Dann habe ich das auch abgeschlossen. Ich habe jetzt offiziell 2 Stunden jetzt aufgenommen für die letzten 2,5 Tage. Und morgen werden wir den großen Ausflug machen. Das habe ich euch auch noch nicht gesagt. Fällt mir gerade ein, was wir eigentlich nächsten Tagen vorhaben. Ja, müssen wir ja gucken, wo die ganzen Zettel sind. Wo sind die ganzen Zettel? Ach, hier. Also einmal Schunkel Aquapark machen wir am Dienstag nächste Woche. Dann Mayamar, da werde ich euch auf jeden Fall morgen mitnehmen. Und das 9.30 Uhr müssen wir in Rezeption sein. Dann haben wir Oasis Safari, also mit Quad fahren, 13.10 Uhr. Das heißt, wir können Vormittag noch mal im Pool oder Meer gehen, einen von beiden. Und dann haben wir am Samstag Delfin Safari. Da gucken wir uns Delfine an unter dem Wasser.
Das ist 6.20 Uhr. Das heißt, Samstag stehen wir relativ früh auf. Ich denke mal 4:30 oder so. Es gibt ja auch frühes Frühstück, haben wir gesehen. Und ja, das heißt, wir haben mit nächsten 3 Tage volles Programm. Dann ist Sonntag, Montag nix. Da werden wir Chili machen und tauchen in einer Nacht gehen auf jeden Fall, weil viele gesagt haben, es sehr gut ist. Auch hier haben uns gesagt, dass man da unbedingt anschauen soll. Das werden wir auch machen. Da werden wir irgendwo hingefahren, weil das nämlich woanders ist. Ja. Bei Delfin bin ich mit dabei unter Wasser, weil ja. Ich habe nämlich hier sowas. Ja, die Lena hat so eine Tauchermaske gekauft, komplett, weil die noch nie getaucht hat, aber so durch die Maske kann die nämlich tauchen, da kommt auch kein Wasser rein. Das haben wir bei dem Pool getestet und hatte prima, hat auch hier Spaß gemacht, die wollte gar nicht mehr raus am liebsten. Und da wird sie morgen auch mit, die kriegt so eine Schwimmrettungsweste, dass sie nicht runter geht, weil die ja noch nicht schwimmen kann. Ich bin ja dabei, da kann ja nichts viel passieren. Und da kann sie mit Fische angucken ohne Wasser und die ganzen Riffe, Quallen und ja. Das war unser Plan erstmal für die nächsten Tage, dass ihr mal Bescheid weiß. Und ich würde sagen, wir melden uns später bei euch wieder und werden auf jeden Fall euch berichten, wie das war. Papa wollte ein So, wir sind wieder fertig. Ja, ich habe immer noch den ersten Outfit an, weil wir wieder umgezogen haben und wir am Ende nur Badezeug an hatten. Jetzt sind wir oben im Zimmer, haben erstmal Zeug hochgelegt und umgezogen. Und ich konnte auch jetzt den Sonnenaufgang aufnehmen von der anderen Seite, wo wir die Fotoshooting gemacht haben. Es war anstrengend, das sage ich euch. Die haben gesagt, dauert 50 Minuten. Es war raus dann 1,5 Stunden. Und ja, jetzt sieht es chaosmäßig aus, das mache ich dann später fertig. Wir machen jetzt Abendbrot und müssen bis 22 Uhr warten und dann dürfen wir die Bilder anschauen. Wir sind echt gespannt, ob was geworden ist. Da war auch ein bisschen genervt, weil wir können kein Arabisch und kaum Englisch. Und da war ich schon richtig genervt, aber hat wenigstens viel, viel mehr Bilder mit Lena gemacht. Und deswegen, ja, was ist das? Das ist der Robert. Der ist auf einer Mittelmeerkreuzfahrt mit der AIDA. Robert, wer ist denn das? Robert Heidenrecht, der ist hier aus Sommerland. Okay. Fährt von Palma, Mallorca über Korsika, ja. Rom, Pisa und. Ja, und ja. Ich würde sagen, ich nehme euch später ein Bächchen wieder mit und werde euch berichten, wie die Bilder geworden sind. Wir essen am Strand. Lilena hat das da, Reis mit Ente und ein paar Tomaten. Mein Mann hat Reis mit Ente, Frikadelle und anderes Fleisch, das kenne ich auch nicht. Habe ich auch eingepackt, einfach mal probieren. Mal gucken, wenn mein Teller kommt, der holt noch schnell Soße, mein Männer. Und Cola. Und da ist mein Teller, Tomate. Ente, Fleisch und Reis und Kartoffelstreifen. Guten Morgen, wir haben heute Donnerstag, der 13.07. Wir haben uns schon fertig bereit gemacht. Mit diesem Look werden wir heute auf dem Schiff fahren. Mit Lena auf diesem Schiff Richtung Hafen. Da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Und auf dem Schiff, dann da fahren wir
mit großem Schiff Richtung Insel Mayamar. Und da werde ich euch auch ein bisschen mitnehmen. Das ist wunderschön dort. Das soll ungefähr so aussehen. Das ist jetzt zum Beispielbild, aber so ungefähr könnte es aussehen. Ja, dann wünsche ich euch dann nur viel Spaß. So, wir sind jetzt auf dem Schiff. Wir sind momentan irgendwie alleine. Vielleicht kommt noch jemand. Aber ihr seht die Aussicht da hinten. Wahnsinn. Ich werde euch mal mit umdrehen. Da sind wir gekommen, vom Steg und da zum Rhein. Aber da vorne sieht ihr alles schon. Oh, ist ja Wahnsinn. Übelst blau, grünlich mit dabei. Und schön durchsichtig, kann man dazu sagen. Oh, ist das Hammer. Ich werde euch ein bisschen später mitnehmen, auf jeden Fall. Ah, hier, da ist der. Sieg der war gerade unten. Ich war schon fein drauf. Da ist er. Komm hier. Die Wunsch ist die Glocke. Da ist er. Ach so. Machst du Filmes meins auch? Nochmal, Herr König, Fotos. Thank you.
drauf. Hier darf ich nicht drauf, Schatz. Schatz, ich hab hier drauf. Verlier nur die Kamera jetzt nicht. Was? Schatz, ich hab die drauf. Ja, das ist er. Ich hab die auch richtig nah dran gemacht. Komm mal raus, Flipper. Flipper. Oh, ja, cool. Ich schaffe hier doch nicht fallen lassen. Flipper. Was sind die jetzt? Da! Oh, ich hab die voll drauf! Hey, der Mann, hey! So, wir melden uns auch wieder. Wir haben jetzt schon 22 Uhr. Die Lena allein schläft schon. So schläft sie. Ja, ich bin auch ziemlich rot. Ich habe auch übelst einen Sonnenbrand geholt. Wir waren nicht alleine unten, haben noch Cocktail getrunken. Aber ich muss noch mal ein anderes Cocktail trinken, weil ich kann das eine nicht mehr sehen. Es war heute ein bisschen durcheinander dort. Weil wir erst auf ein Boot gejagt worden sind, da musste man doch mal an dem Boot jagen und da war unsere erste Gruppe schon weg. Und dann haben wir, es waren insgesamt 7 Boote, und dann haben wir noch Portemonnaie gesucht. Das war ein mega Aufwand. Und am Endeffekt war sie hier im Safe gewesen. Naja, besser als wenn es weg gewesen wäre, dann hätten wir Konto sperren müssen und ja. Jetzt werden wir uns hier duschen gehen auf jeden Fall und dann Haie machen. Und morgen Vormittag gehen wir im Pool. Ab Nachmittag werde ich euch ein bisschen mitnehmen, weil wir da Quad fahren in die Wüste. Und ich habe euch auch ein bisschen heute mitgenommen. Also seid gespannt. Und wir haben unsere Fotoalbum und sowas. Das werde ich euch dann morgen kurz mal zeigen. Dann bis morgen.